So, jetzt habe ich an nichts Schlechtes gedacht. Und jetzt zwei solche Pappnasen hier drauf. Und schon wieder der Herr Kretschmer. Also Wahnsinn. Und natürlich die Petra Köpping. Und dieser Petra Köpping, der wollte ich schon immer mal sagen, warum ich so eine Abneigung gegen SPD habe. Muss dazu sagen, ich bin 24 Jahre selbstständig. Und im Jahr 2000 habe ich mich selbstständig gemacht. Da hat die SPD so erzählt, also über die Medien auch, der Staat kann das nicht mehr stemmen, tut euch privat versichern. Und das habe ich auch gemacht, weil ich sowieso in die Privatwirtschaft wollte. Und das habe ich euch geglaubt, also der SPD. Und dass man aber zu seiner normalen Arbeit zusätzlich dann, sagen wir mal, freigegeben ist für alle Verbrecher auf der Welt zum Ausplündern mit einer privaten, ja, Rentenversicherung, ja, die sich 2013 bei mir sich in Luft aufgelöst hat. Und das waren gleich mal 32.000 Euro hart erarbeitetes Geld, also nicht so wie es vom Himmel kommt für die Politiker, also vom Himmel fällt für die Politiker. Nein, das war hart erarbeitetes Geld. Dann hatte ich noch einen Rechtsanwalt aus den alten Bundesländern, auch noch fast 3.000 Euro hinterhergeschmissen, wollte ich bald sagen. Und also runde 35.000 Euro haben sich da in Luft aufgelöst, weil ich mal dieser SPD, also wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Also mal geglaubt habe. Also jetzt habe ich es endlich mal und... ich hatte schon ein bisschen gezögert, aber dass gerade das als Team hinter dem Erfolg von diesem Mann, also wie gesagt, ich bin schon am Zweifeln, dass er überhaupt eine Stimme, geschweige denn zwei Stimmen, und dann noch diese Frau von der SPD. Und das kann doch nicht sein, steckt eine starke Frau, die es kann. Also sie können gar nichts, sie können die Leute betrügen, verarschen, abzocken und alles Mögliche, aber nicht in die Politik. Also, tschüss.